Ihr habt gerade eben einen Zug der Start Unterelbe GmbH durchs Bild fahren sehen und er wurde geschoben von einer Diesellok der Baureihe 246. Die Baureihe 246 ist eine dieselelektrische Lokomotive aus der Trax-Typenreihe von Bombardier. Sie basiert damit auf der gleichen Plattform wie viele Trax-E-Loks, etwa die Baureihe 185, die in vielen hunderten Exemplaren im Einsatz ist. Die 246 verfügt über einen Hohlwellenantrieb, der ruhigeren Lauf bei hohen Geschwindigkeiten bietet und ist für 160 km pro Stunde zugelassen. Ihre Leistung beträgt 2200 Kilowatt. Die Baureihe 245 ist ebenfalls eine dieselelektrische Lokomotive. Im Gegensatz zur 246 haben diese Loks aber vier kleinere Dieselmotoren statt eines großen Motors. Die vier Motoren leisten zusammen 2252 Kilowatt. Sie können im Betrieb zu- oder abgeschaltet werden. Wenn die 245 im Flachland mit konstanter Geschwindigkeit fährt und weniger Energie gebraucht wird, können also ein oder zwei Motoren abgeschaltet werden. Beim Beschleunigen eines Zuges laufen dagegen alle vier Motoren. Dadurch soll Kraftstoff gespart und eine gleichmäßige Abnutzung erreicht werden. Dieseltrucks der Baureihe 246 fahren nicht nur auf der Strecke Hamburg-Cuxhaven. Auch die Havelländische Eisenbahn, HVLE, besitzt Loks dieses Typs. Neben den Baureihen 245 und 246 gehört die Baureihe 285 zur Dieseltrax-Familie. Sie hat den konstruktiv einfacheren Tatzlagerantrieb und ist für 140 km pro Stunde zugelassen. Neben der ursprünglichen Version mit 2200 Kilowatt Leistung wurde später eine Version mit 2400 Kilowatt entwickelt. Sehen wir uns nun zuerst die viermotorige 245 im Betrieb an. In Hamburg ist sie vor den Regionalexpresszügen der Linie RE6 auf der Marschbahn zu sehen. Hier kommt gerade ein RE aus Westerland in Hamburg-Altona an. Schauen wir uns die Lok einmal aus der Nähe an. Grau und Grün sind seit einiger Zeit die Farben für neue Nahverkehrszüge in Schleswig-Holstein, sowie hier an diesen Triebzügen der Nordbahn. Bekanntlich ist ja nirgendwo der Himmel so strahlend grau wie in Norddeutschland. Die Züge der Marschbahn in Weiß und Dunkelblau passen nicht so ganz in dieses Farbschema. Auf den Loks sehen wir immerhin ein dunkles Blaugrau zusammen mit Türkis. Während rechts der Nordbahnzug am Bahnsteig steht, fährt der RE wieder aus in Richtung Westerland.
Szenen aus Hamburg-Altona, die vermutlich auch bald der Vergangenheit angehören. Denn der Kopfbahnhof soll geschlossen und durch einen Neubau weiter nördlich, in der Nähe des S-Bahnhofs Diebsteich, ersetzt werden. Der markante Wasserturm dürfte voraussichtlich erhalten bleiben. Auf diesen Bildern ist gut zu sehen, dass die 245 vier Motorenanlagen hat. Alle Lüftungsgitter und Dachlüfter etwa sind auf jeder Seite der Lok zweimal vorhanden. Anders sieht es bei ihrer einmotorigen Schwester, der 246, aus. Oben hat sie einen riesigen Dachlüfter, und auch das große seitliche Lüftergitter lässt erahnen, dass diese Lok einen Motor hat. Ein paar Ansichten aus der Nähe. Im April 2018, als diese Aufnahmen entstanden, fuhr noch die Metronom-Eisenbahngesellschaft auf der Unterelbe-Strecke nach Cuxhaven. Später fiel die Strecke bei einer erneuten Ausschreibung an Start Unterelbe GmbH. Die Maschinen gehören der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen und tragen darum das Niedersachsenwappen. Die Loks sind nach Orten entlang der Strecke benannt. Da die Züge in Hamburg-Harburg die Fahrtrichtung wechseln, befindet sich die Lok immer am harburgseitigen Ende des Zugs. Abfahrt eines Zugs nach Cuxhaven. Eine Lok hatte eine Sonderbeschriftung zum 10-jährigen Metronomjubiläum erhalten. Neben den 245ern in der Schleswig-Holstein-Lackierung besitzt die DB auch in Norddeutschland verkehrsrote Maschinen. Diese hier wird sonst beim Sylt-Shuttle für die Autozüge zur Insel Sylt eingesetzt. Wegen Problemen mit dem Fahrzeugpark der RE-Züge waren während der Überarbeitung der Wagen 2017 und auch Anfang 2018 noch Ersatzzüge auf der Strecke nach Westerland zu sehen. Ein windiger Tag in Elmshorn. Wir sehen die Ankunft und Abfahrt eines Zugs nach Hamburg.
Ausfahrt eines Zugs nach Westerland. Auf dem Nebengleis steht ein VTA-Triebwagen der AKN zur Fahrt nach Barmstedt bereit. Zum Abschluss seht ihr noch einmal Dachansichten. Hier zuerst die viermotorige 245. Und hier die einmotorige 246. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.